Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, da sitzen wir mal wieder. Und das war eine Woche mit merkwürdigen Entscheidungen, die ich so gehört habe. Auf verschiedenen Ebenen. Ihr habt bestimmt auch wieder ein bisschen was zum Kopfschütteln gehabt. Und ich frage mich ja wirklich, woher kommen manche Entscheidungen? Ich frage es mich wirklich. Und das ist keine rhetorische Frage. Ich komme nicht dahinter. Ich komme nicht dahinter. Und das treibt mich um. Ich weiß, es gibt immer große Verschwörungen in der ganzen Welt. Ich würde sagen, aus dieser klassischen Sache, ich meine, wir haben alle Men in Black gesehen. Und natürlich die tatsächliche Wahrheit erfährt man, wenn man die Regenbogenpresse liest. Und so absurd es klingen mag, Tommy Lee Jones hat es ja vorgemacht und der arme Will Smith musste es lernen. Das ist die Wahrheit. Ganz sicher. Also nehme ich auch mal an, wie immer, wenn man 10 gute Verschwörungstheorien hört, eine wird schon stimmen. Aber man weiß halt nicht welche. Das ist so wie das Geld, was man für Werbung ausgibt. Ja, 80% davon ist für die Katze. Man weiß aber leider nicht welche 80, also muss man die 100 ausgeben, damit man die 20% trifft, die was bringen. Deswegen läuft ja Online-Werbung so gut, weil man da wesentlich weniger Verluste hat. Aber ist ja auch egal. Also man hat auf jeden Fall so seine Sachen. Und ich frage mich ja, ich frage es mich wirklich, woran es liegt. Ich meine, wir können ja gemeinsam lachen. Ich meine, dafür, deswegen gibt es ja Kabarett. Das ist ja die Idee. Die Vorlagen sind der Knüller. Seit ich denken kann und in Archive zurückgucken kann, denke ich mir immer, wie einfach will es denn die Politik und die Welt und die Firmen und die Menschheit dem Kabarettisten noch machen? Wie viele Steilvorlagen kann man durch Inkompetenz überhaupt noch geben? Die Antwort ist ja, alle, kein Problem. Aber es ist, es ändert sich halt auch nicht. Und ich denke mir halt dann auch immer, na gut, es ist ja wahrscheinlich auch konsequenzlos. Und da braucht man ja gar nicht über irgendwie weltbewegende Dinge sprechen. Ja? Man kann ja über so unseren albernen Flughafen da sprechen. Man kann über meine Straße sprechen, auf der es die Radwege jetzt gibt, aber die Schlaglöcher sind immer noch da und so. All diese Faxen, also es geht so, Versagen auf allen Ebenen ist ja da. Man braucht aber gar nicht über Politiker schimpfen und über Straßenbau. Man kann auch in Firmen reingehen, in große. Gut, jetzt die Frage immer, wie groß ist Politik? Was ist das denn? Natürlich gibt es in einem großen Konzern mit 100.000 Mitarbeitern auch Politik. Ja, das ist vielleicht keine Parteipolitik, manchen Konzernen auch, aber das sind dann halt andere, sagen wir mal, dynamische Prozesse, die dort drin stattfinden. Da geht es dann auch um Macht und um Posten. Ich meine, nichts anderes ist Politik. Also von daher, warum nicht? Ich denke mir nur immer, die wenigsten, würde ich ja sagen, sind in einem Thema drin. Also ich schließe wieder von mir auf andere. Ja? Wenn ich darüber spreche, zum Beispiel, dass die Autobahnbrücke, die wir hier vorne haben bei uns, Wiesbaden-Mainz da die Ecke, dass das natürlich eine Katastrophe an Inkompetenz ist. Ja, unfassbar. Kann man jetzt natürlich sagen, ich bin aber nicht drin. Ich habe noch nie eine Brücke gebaut. Ich war nicht bei den Sitzungen dabei. Die 320 Meetings, die wahrscheinlich abgehalten haben, weil Mieten ist ja was, was unglaublich beliebt weiterhin ist und immer noch bleibt. Ich war da nicht dabei. Ich war auch nicht dabei, als die alte Brücke konstruiert worden ist und so weiter und so fort. Es wird mit Sicherheit kluge Köpfe zwischendurch gegeben haben, die haben genau vor dem Szenario gewarnt, wahrscheinlich schon vor ungefähr 30 Jahren. Auf die wurde natürlich nicht gehört. Jetzt, irgendjemand wird genau wissen, warum das nicht passiert ist. Ich weiß es persönlich nicht. Ich sehe nur das inkompetente Ergebnis. Und dann nimmt man wen? Der aktuell oder die aktuell halt dran sitzen, die Leute. Die werden halt dann dafür niedergemacht öffentlich. So ist es halt. Thema Flughafen Berlin haben wir halt mittlerweile 30 Leute, die da mal am Ruder waren. Wir können über sie alle herzlich lachen. Das ist witzig. Das ist für Kabarettisten witzig. Ja, ich mag das natürlich auch, genauso wie ich ein Bundestrainer bin, selbstverständlich, wie ihr wahrscheinlich auch. Es gibt dann wenige, die sind tatsächlich, wie gesagt, in diesem Thema so drin, dass die sagen könnten, woran es liegt. Die haben selten eine richtige Bühne. Das sind auch selten die, die mal wirklich was sagen dürfen. Das ist ja normal. Und alle anderen versuchen ja natürlich, sich möglichst gut bei einer Sache dastehen zu lassen. Würde ich an deren Stelle ziemlich sicher auch so machen. Ja? Also. Jetzt sage ich aber nur, jetzt kann man es ja mal kleiner machen. Jetzt kann man es ja mal kleiner machen. Ich gebe euch ein Beispiel, was aus meiner Welt kommt, in der ich mich auskenne. Und dann frage ich mich nur, warum geht ein Prozess einen gewissen Weg, wie gesagt, den ich nicht verstehe. Ganz kurz, das ist jetzt hart für die, die nicht so im Thema sind, aber ich muss es kurz ansprechen.
Ja, ich habe deswegen, weil ich muss immer mit euch über das sprechen, was mich in dieser Woche am meisten beschäftigt hat. Ich habe in dieser Woche ein großes Schiff gebaut von Kobi. Und ich baue gerne Schiffe von Kobi. Die machen mir Spaß. Die sind spannend zu bauen. Sehr, sehr gute Qualität, tolle Entwurfsqualität. Aber ich stelle sie nicht aus, aber ich mache ein Video dann drüber, freue mich und dann kommen sie bei mir als Dekoration in den Laden und werden dann verkauft. Also es ist ein Win-Win-Win-Win-Win über die ganze Strecke. Und dieses Schiff, die HMS Hood, ist natürlich grau und ein bisschen rot und hier und da schwarz, wie man das von großen Schlachtkreuzern kennt. Dieses Set ist drinnen ein Regenbogen-Einhorn. Da ist jede Farbe, die ihr euch nur vorstellen könnt, in euren wildesten Fantasien drin verbaut. Es ist scheußlich zu bauen, es ist ein scheußliches Bauerlebnis. Aber macht wirklich gar keinen Spaß. Und Kobi hat sich jetzt in den Jahren, mit denen ich ihn zusammenarbeite, ausgezeichnet als eine Firma, die das nicht macht. Nicht nötig hat und nicht macht. Es hat auch keinen Bauvorteil durch die spezielle Art der Kobi-Anleitung, brauche ich nicht so ins Detail gehen. Genau diese Seuche hat Lego auch angefangen vor einigen Jahren. Und da Lego auch noch sehr viel von Menschen genutzt wird, die eigene Projekte entwerfen, ist es noch viel schlimmer, weil diese Farben, die da drin sind, ja kein Mensch gebrauchen kann. Und dann steht man da und jetzt fragt man sich, Kobi ist auf einem absoluten Erfolgskurs. Die Firma wächst und wächst und wächst. Die Nachfrage ist riesig, die Kundenzahlen steigen, alle sind begeistert. Das macht sehr viel Freude. Die haben natürlich viele Militärmodelle, das mögen manche nicht, aber andere mögen es sehr. Also ist das kein Problem. Die Kundschaft wird auch weniger aus Lego generiert, sondern mehr aus Revell und solchen Sachen. Also und da ist militärische Modelle sind das Brot- und Buttergeschäft. Sie haben auch zivile Sachen, also es funktioniert alles sehr gut. Es ist einfach schön. Es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Die Preise steigen bei Kobi stark. Das ist eine Sache, da kann ich mitdenken. Da kann ich sagen, okay, wir haben eine Fabrikkapazität, die ist voll ausgeschöpft. Die Kobi-Fabriken arbeiten durch seit Jahren. Das ist, ja, die bauen ständig neue Fabriken, um hinterherzukommen. Und sie sind ständig ausverkauft. Natürlich kann man dann sagen, wisst ihr was? Wir erhöhen die Preise. Wir verkaufen eh alles, dann machen wir wenigstens mehr Geld auf dem Weg. Okay. Das finde ich langfristig, ne, aber ich kann es nachvollziehen in dem Moment. Ja, ist klar. Das ist eine normale Marktidee. Dass man dann aber allerdings anfängt, an der Erlebnisqualität der Kunden nach unten zu schrauben, aus mir noch nicht ganz einleuchtenden Gründen. Denn für mich wäre der erste Gedanke, ein Teil in mehreren Farben zu produzieren als nötig, erhöht die Kosten. Deswegen würde ich immer sagen, ein Schiff, also irgendein Modell komplett einfarbig herzustellen, sei günstiger, als es in verschiedene Farben zu unterteilen. Jetzt ist aber das Problem jetzt gleich, ich bin da natürlich ein Laie, ich bin nicht in der Industrie tätig, ich kann nur das Erlebnis schildern. Und das, was mir alles an Informationen bisher zugetragen worden ist, aus unterschiedlichsten Quellen, weil sich ja gerne mal natürlich Leute, die in der Industrie dann arbeiten, also tatsächlich in so einer Fabrik bei mir mal melden und mir mal sagen, was los ist. Habe ich auch von Lego-Zulieferern schöne Geschichten gehört. Man hat aber auf jeden Fall dann man hat natürlich die dann sagen, ja, okay, gut, wir haben aber Granulat zum Beispiel. Ist ja das, wie das Zeug der Rohmaterial, wie es Rohmaterial hingeschafft wird. Und die sagen, okay, wir wollten eine spezielle Farbe haben, einen speziellen Grünton. Und davon können wir halt nicht 300 Gramm ordern. Bei uns wird Granulat in Tonnen geordert. Also muss das Granulat doch irgendwann wieder weg, weil was wollen wir mit einer Tonne von einem Granulat? Also wird geguckt, dass man irgendwie Teile in diesem Grünton herstellt und irgendwo reinschummelt, damit sie weg sind. Mögliche Erklärung. Und da sagt man, na gut, wir haben das Teil sehr oft hergestellt, das muss jetzt auch noch irgendwo rein, dann haben wir das. Trotzdem stelle ich mir den Aufwand, das zu sortieren und einzufügen, einfach wesentlich höher vor, als das alles in einer Farbe zu regeln. Es würde mich wirklich der Produktionsprozess interessieren, wie das gemacht wird. Gleiche Sache ist, dass Kobi die Produkte in sehr, sehr viele Tütchen unterteilt. Sehr, 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 sehr viele Tütchen. Unnötig viele Tütchen, finde ich. Es gibt jetzt bei dem, ich kann es so sagen, ich bin jetzt gerade sehr im Thema, weil ich habe es halt sehr im Kopf noch. Da ich die Hutte aufgebaut habe, 2600 Teile, 9 Bauschritte. Das heißt, weniger als 300 Teile pro Bauschritt im Schnitt. Und pro Bauschnitt sind es dann doch wieder 10 Tüten. Das heißt, das ist alles so klein verpackt. Und dann sagt man mir aber, wie gesagt, ich habe entwerfe diese Fabriken ja nicht, dass sie sagen, diese Teile zusammenzupacken, die sind halt in gewissen Lagerstellen und es ist sinnvoll, gewisse Dinge zusammenzufassen zu einer Tüte. Das ist sinnvoll in diesem Packvorgang.
Sag ich, okay, das muss ich hinnehmen als Erklärung, weil ich es nicht besser weiß, weil ich ja selbst nicht drin stecke. Und dann denke ich mir, alle diese Sachen, irgendwo wird ein halbes Cent zu sparen sein. Oder ist schneller zu packen. Das ist auch nochmal eine Sache. Vielleicht ist auch irgendwas am Ende schneller zu kontrollieren, dass man die Fehlersuche besser hat. Wenn man sagt, okay, die werden ja am Ende Probe gebogen, dass man weiß, dass auch alle Teile drin sind. Und wenn man da kleinere Unterteilungen hat, kann man vielleicht besser den Fehler finden. Es gibt bestimmt Gründe. Was ich aber weiß, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, da wollte ich vielleicht sogar am Ende noch einen kleinen Diskurs machen in unsere gesellschaftliche Diskussionskultur. Bin mir nicht sicher, ob ich das noch unterbringe. Ich bin ja auch Kunde. Ich bin zwar auch Reseller und ich muss vor meinen Kunden argumentieren, warum ein Set so ist. Dann kann man es gemeinsam ein bisschen fantasieren. Aber ich bin ja auch selbst mein eigener Kunde. Ich baue ja meine Sets auch auf. Und da merke ich einfach, dass das Ergebnis Schrott ist. Das Erlebnis während des Baus ist Grütze. Und dann denke ich mir doch, ist doch egal, ob ein halber Cent gespart worden ist. Da erinnere ich mich an die 90er Jahre, die Rostvorsorge bei Mercedes-Benz. Ja, sie werden ein paar Millionen gespart haben, dadurch, dass sie die Rostvorsorge vernachlässigt haben. Aber hat sich das wirklich für die Firma gelohnt? Hat sich es wirklich für Kobi gelohnt, ein solches Produkt zu entwerfen, damit die Kunden jetzt denken, was ist denn hier schiefgelaufen, während sie das Teil aufbauen? Und überlegen sich, das nächste Schiff lasse ich vielleicht mal aus. Und irgendjemand muss doch diese Entscheidung getroffen haben. Und es würde mich wirklich mal, man kann das jetzt versuchen zu rationalisieren, aber ich würde gerne mal diesen Prozess, wer in einem dieser unsäglichen 300 Meetings, in denen nichts entschlossen wird, in welchem Meeting kam auf, wisst ihr was? Pink wäre eine coole Farbe im Inneren von einem Schlachtkreuzer. Ich würde einfach gerne mal diesen initialen Gedankengang sehen und das nachvollziehen können. Und dann hätte ich gerne diese Argumente, die sie ausgetauscht haben. Einfach nur für mich als Befriedigung. Gar nicht, dass es rückgängig zu machen ist. Ich möchte die Geschichte gar nicht ändern. Ich würde gerne nur gewisse Dinge mal einfach erfahren. Und dann denken, ach, da kam das her. Meine Güte. Vielleicht kann ich sogar nachvollziehen. Vielleicht kann ich sagen, ja, hier ist das Ergebnis, war gruselig. Aber ich weiß, was euer Gedanke mal war. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Komme ich vielleicht auch schnell zur Gesprächskultur? Ich habe genug jetzt über Modelle geredet. Ich gucke ja nicht mehr wirklich fern. Was ich manchmal sehe, ist, also nicht mehr wirklich ist, ich gucke kein Fern aus. Aber hin und wieder bekomme ich ja einen Link mal zugeschickt, hier musst du dir angucken. Meistens ganz gruselige Sachen dann. Und dann ist es irgendeine Gesprächsrunde beim Lanz oder so. Und das ist für mich echt hart zu ertragen. Aber jedenfalls, die sitzen dann da und unterhalten sich. Also unterhalten in ganz vielen Anführungsstrichen, weil es ist einfach nur aneinander vorbeireden und Gesprächskultur und. Also auch Endstadium. Es ist wirklich Endstadium. Das ist kein Austausch, der da für mich stattfindet. Und das ist auch keine intellektuelle Leistung. Also es macht mir einfach keinen Spaß, keine Freude. Ist nichts für mich. Auch die anderen Runden, die ich da zugeschickt kriege. Also nein. Und dann schaue ich mir auch wieder, dank YouTube, Sachen aus den letzten Jahrzehnten an. 70er Jahre, vielleicht mal 80er. Und da sieht man Sachen irgendwie so, es gibt natürlich die Extreme, da ist so eine Hannah Arendt oder sowas und philosophiert da eine Stunde lang ab. Und das ist natürlich inhaltlich kann man dazu stehen, wie man möchte, na klar. Aber das ist von der Kunst zu sprechen und zu denken halt schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt. Also zumindest finde ich keinen Link dazu oder ich finde es bei YouTube nicht, dass sich so mal ausgetauscht wird. Das fände ich eigentlich mal cool, dass tatsächlich in einer Runde Menschen, die möglicherweise was wissen über das, was sie erzählen, also nicht nur ein Politiker, und wie gesagt, ich hau auf die Politiker halt drauf, weil sie halt die sind, die sich diesen Posten ausgesucht haben. Ich würde es wirklich nicht tun. Das ist halt so wie ein Trainer, der sich hinstellen muss nach dem ersten Spiel mit dem Kader, den er nicht zusammengestellt hat, muss sagen, warum die schlecht gespielt haben. Er ist halt der Prügelknabe, weil er Trainer ist, er hat halt die Verantwortung. Ob unten drunter er das wirklich falsch gemacht hat oder nicht, das ist dann im Endeffekt leider egal. Also, da stellt sich, ich möchte halt nicht, dass da ein Politiker steht und mir irgendwas erzählt, was ihm jemand eingeflüstert hat, weil er selbst ja keine Ahnung hat. Sondern ich hätte halt gerne mal Leute sitzen, die wirklich wissen, worum es geht und die sich austauschen. Und dann wäre ich nämlich an den verschiedenen Argumenten mal interessiert und nicht dieses sich gegenseitig unterbrechende Anblöken, was man da erlebt, sondern tatsächlich einmal, das war der Grundgedanke. Egal, ob er falsch gelaufen ist oder nicht, das ist nicht mein Problem. Ich möchte nur einen Prozess nachvollziehen können. Und manche Sachen kann man auch erst 10 Jahre später bewerten. Das ist ja einfach nur mal ein Status quo. Aber ich würde gerne wissen, an welcher Stelle welche Abzweigungen aus welchem Grund genommen worden sind. Das fände ich unglaublich
Unglaublich spannend. Das würde ich mir anschauen. Auch bei Dingen, wie, eigentlich insbesondere bei Dingen, die schiefgegangen sind. Aber auch mal bei Sachen, die vielleicht geklappt haben. Da denkt man sich, hey, coole Nummer. Da waren ja auch immer viele Zufälle dabei. Aber die lässt man natürlich da nicht aus, weil da kommt ja sofort jeder und sagt, hey, das war übrigens ich. Ja? Bei den Sachen, die schiefgelaufen sind, ducken sich die meisten ja logischerweise weg. Aber wäre das nicht mal nett, das genauso zu sehen? Wisst ihr doch bei allen Sachen, die gut gelaufen sind, wie viele Zufälle da zusammengekommen sind? Dass das jemals so passiert ist. Und genauso, dafür schmücken sich natürlich dann später Leute, aber genauso ist es natürlich bei Sachen, die schiefgegangen sind. Da waren ganz viele Zufälle, es hätte vielleicht alles glatt gehen können und dann kam eine kleine Abweichung, uiuiui. Und schon ging es schief. Und das finde ich auch so, das ist ja ein bisschen diese Detektivarbeit. Genauso wie wenn man ja, was wird so wahnsinnig aufbereitet? War das der Absturz der Concorde, letzter Flug? Frankreich, in Paris das Ding? Dass irgendwie die Frachtmaschine davor irgendein kleines Teil verloren hat. Was für dämlicher Zufall. Unfassbar tragisch. Und so denke ich mir, vielleicht waren viele Entscheidungen bei schlimm schiefgelaufenen Dingen eigentlich alle ziemlich gut und dann kamen halt drei Sachen dazu. Aber was halt gemacht wird, ist dieses sich anblöken über Verantwortlichkeiten später und sich profilieren wollen darüber. Es ist echt, es ist ein bisschen lästig, muss ich sagen. Es ist ein bisschen lästig. Und deswegen hätte ich, und darauf wollte ich eigentlich kommen, ich glaube, deswegen habe ich das ganze Video gestartet, ich hätte gerne sinnvolle Gesprächsrunden, denen man zuhören kann, während sich Menschen austauschen, die auf einem gewissen Level, mit einem gewissen Respekt voreinander und vor der Leistung des anderen, sich also da einfach über ein Thema unterhalten. Und ich dann nachvollziehen kann, woher gewisse Dinge passieren sind. Das wäre meine Neugier. Ich weiß zwar nicht, ob ich überhaupt irgendein Recht habe, das einzufordern, trotzdem hätte ich es gerne. Es würde mir ein wenig Seelenfrieden verschaffen. So ist es. Genau. Habt ihr eine Diskussionsrunde, die noch gut ist? Die vielleicht auch frei zugänglich ist? Für neugierige, große Nasen wie mich? Das wäre super, da würde ich mich sehr freuen. Jo, das sind meine drei Gedanken gewesen. Ich habe mich nur zu sehr über diese Hut aufgeregt, deswegen musste ich kurz nochmal drüber reden. Mein Video für den Hauptkanal hat nicht gelangt, ich musste nochmal drüber reden. So ist es. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein ganz tolles Wochenende. Nette Menschen um euch. Bis bald.